Guten Morgen, Daddy. Aufstehen. Ja, Mama. Ich habe deine Hose gebügelt. Danke, Mama. Frühstück ist fertig. Gut geschlafen? Ja. Und du? Das Rheuma quält mich nachts ganz schön. Da kann man da nichts gegen machen. Muss dich schon. Gut die Marmelade, hä? Sehr gut. Eichen? Danke. Du übrigens, das Baby von Frau Neumann. Daddy, du musst mir versprechen, dass du zu keinem darüber redest. Mit wem soll ich denn reden, Mama? Du, das ist gar nicht von Herrn Neumann. Mama! Doch, doch, das sagt man. Der Herr Neumann, der war doch zur Kur. Muss dir das Kind mal ansehen. Ganz typisch der junge Student aus dem Seitenflügel. Aber ein sehr hübsches Kind. Die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Die jungen Frauen, du, die nehmen das heute nicht mehr so genau. Die Pille, die schnelle Entscheidung. Manche gehen ins Krankenhaus, um es sich wegmachen zu lassen und sagen ihrem Mann, sie gehen zum Friseur. Also ich glaube, dass Frau Neumann weder die Pille nimmt, noch ins Krankenhaus geht. Wieso denn? Woher weißt du denn das? Kennst du sie etwa näher? Ach, nein, Mama. Aber sie hat doch das Baby. Naja, eben. Schamlose Person. Mama, ich muss los. Nimm mich mit. Nimm mit. Tschüss, Mama. Ach, du vergiss deine Stullen nicht, ja? Die liegen da auf der Flurgarderobe. Gut, Mama. Dann Ihre Versicherungsmarken, liebe Frau Bolz. Ja. Ich meine, dann war's das, Frau Bolz. Wir können's auch von Ihrem Konto abbuchen lassen. Lieber nicht. Mein Konto. Ich verstehe. Wie Sie wollen, Frau Bolz. Ja. Schnäpschen? Ich vertrage leider keinen Alkohol, Frau Bolz. Ach so. Ist aber schade. Und sonst, Frau Bolz, alles in Ordnung? Ja, bestens. Ich habe doch alles, was ich mir wünschte. Das Kind, die Wohnung. Ja. Und keinen Mann, der uns stört. Gut, Frau Fitzner, ich komme am 28. noch mal vorbei. Wiedersehen. Ach, da bist du ja schon. Tag, Katrin. Tag. Na, viel zu tun? Es geht. Also ich laufe mir einen Wolf. Auch abends? Na, da treffe ich die meisten doch erst an. Und deine Mutter? Die hat da viel Verständnis, die ist tolerant. So. Ja, ist sie. Ich habe Theaterkarten für uns. Fein. Für wann? Für heute Abend. Ach, geht leider nicht. Wo musst du denn hin? Tante Martha hat Geburtstag. Dann verdirb dir mal nicht den Magen. Katrin, das musst du doch verstehen. So geht das nicht mehr weiter, Herr Korf. Jeder vierte Ihrer Versicherten zahlt säumig. Aber zahlt, Herr Greiner-Appel. Zahlt.
Wer säumig zahlt, zahlt zu spät. Und das ist im Schadensfall ein großes Geschrei, wenn nicht schnell reguliert wird. Aber die Leute sind bis zur Kündigung derselben versichert, Herr Greiner-Appel. Sparen Sie Ihre Belehrung. Ich würde Sie doch nie belehren wollen, Herr Greiner-Appel. Aber ich kenne meine Leute. Und ich kenne auch ihre Sorgen und ihre Geldverlegenheiten. Aber Sie haben doch dann alle noch bezahlt. Sie sind zu gut und das ist nicht gut, Herr Korf. Gar nicht gut. So, und jetzt gehen Sie. Lasst euch gut schmecken. Selbst gemacht. Ach, Detlefchen. Guten Abend allerseits. Guten Abend. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Tante Martha. Alles Gute und vor allem Gesundheit. Ja, die können wir alle brauchen. Mach keine Menkenke. Pack aus die Geschenke. Damit gibt's ja bei dir keine Probleme, was? Danke, mein Junge. Daddy, nimm dir den Stuhl, komm, setz dich mit dir her. Ja. Ach, ein Brotchen, ein Stück rüber. Bitte? Ja. Die paar Blumen hättest du auch mitbringen können, nicht? Mama. Lass doch die Jungen kommen. Guck mal, Detlef, das haben wir dir mitgebracht. Das ist aber schön. Das ist aber fein. Für Detlef. Das ist aber nett von Onkel Otto, nicht? Ja. Der war nicht vorige Woche. Ja, schönen Dank, Onkel Otto. Wer Bier oder Brause will, steht alles in der Küche. Ne? Ja, danke. Du trinkst doch Likör, Detlef? Na klar. Aber Korn, stimmt? Du weißt doch, dass der Junge nichts trinkt. So. Na, dann verzeih deiner armen alten Schwester das schwache Gedächtnis. Ich dachte, der trinkt. Ach so, das war ja der Vater. Mit dem war es immer lustig. Der hat gern einen gezwitschert. Ja, Papa, der hat mir mal zu trinken gegeben. Kirsch, danach war mir so seitdem nie wieder. Ist ja gut, ne? Nicht dein Vater, das war Martha. Und das Bad sah aus. Du meinst die Wanne? Hat dein Papa alles wieder sauber gemacht. Das muss ja jetzt nicht sein. Hm? Richtig. Seitdem er durchgebrannt ist, wollten wir ja nicht mehr über ihn reden. Du kannst es nicht lassen. Ich habe ihn vor die Tür gesetzt, den Kerl. Esst mal nicht mehr so viel Kuchen, es gibt gleich Abendbrot. Ich habe ganz frische Böcklinge. Oh. Ja. Entschuldigt, aber ich muss leider. Auf Wiedersehen, Tante. Wiedersehen. 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 Und bei Otto, wann fährst du wieder? Ja, ja, wiedersehen. Tja, Tante Martha, muss leider. Tschüss. Tschüss, macht ja nichts, mein Junge. Hauptsache, du hast mich nicht vergessen. Nee. Was ist denn los, Junge, kleine Freundin? Stell sie mir doch mal vor, du, ich würde mich freuen. Soll ich? Natürlich. Gut, Mama. Tschüss. 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 Warte, die, dein Würfel. Hatte vergessen. Muss der jetzt schon seine Mädchen begutachten? Natürlich. Du musst doch aufpassen, dass er nicht in schlechte Hände kommt. Er ist so sensibel. Er hat die Trennung von seinem Vater nie verwunden. Muss mich schon ein bisschen um ihn kümmern. Stulle? Hm? Leberwurst oder harte? Leberwurst. Danke. Meine Mutter möchte dich kennenlernen. Nee. Doch. Und wann? Na, wann war? Heute Abend. Ich freue mich. Hm? Ich muss jetzt wieder gehen. Dann mach's mal gut. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Ha? Entschuldigen Sie, ich habe eine große Bitte an Sie. Welche? Eine Kleinigkeit für Sie, für mich eine Riesengefälligkeit. Ja, gerne. Würden Sie um diesen Brunnen herumgehen und ab und zu an dieser Blume schnuppern? Tja, wollen Sie mich fotografieren? Nein, nein. Ich habe ein Annoncen-Rendezvous mit einer Dame und die Blume ist unser Erkennungszeichen. Ja, warum machen Sie das nicht lieber selber? Ich möchte die Dame vorher begutachten. Verstehen Sie? Gut. Tun Sie mir den Gefallen. Naja, was soll ich denn zu ihr sagen? Ja, überlassen Sie das nur mir. Sie, Herr Korb?
Ach, Tag, Frau Bolz. Was machen Sie mit dieser Blume? Ja, Sie werden es nicht glauben, aber ich habe hier ein Annoncen-Rendezvous mit einer Dame und die Blume ist das Erkennungszeichen. Haben wir das nötig, Herr Korff? Ach, Sie sind es? Ja. Ja, nein, also wissen Sie, das ist für einen Freund. Der will Sie erst begutachten. Begutachten? Hm. Von Ihnen habe ich sowas nicht erwartet, Herr Korff. Aber warum denn nicht? Kuppler! Aber, Frau Bolz! Mann Gottes, was haben Sie denn bloß zu ihr gesagt? Nichts, was man so sagt. Na, die machte doch einen hervorragenden Eindruck. Na, dann entschuldigen Sie, dass ich durch Ihre Lebensplanung einen Strich gemacht habe, Ihre Blumen. Na, Schwamm drüber. Erledigt. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Na ja, aber lieber sowas im Arm, als überhaupt nichts in Aussicht. Meinen Sie? Zwischen Leber und Milz ist noch Platz für einen Pilz. Prost. Damals war ich 16, seitdem habe ich nie wieder einen Tropfen Alkohol getrunken. Na, dann wird's aber höchste Zeit, ne? Ich hole uns noch zwei. Noch zwei Spaßmacher. Danke. Kurz ist der Schmerz, doch ewig währt die Freude. Ja, mir lieber nicht. Ach was, der Alkohol ist doch nicht schlecht. Es kommt nur darauf an, was man mit ihm macht. Ja, oder was er aus dem Menschen macht. Ach, Unsinn. Nur der erste schmeckt wie ein Knüppel über den Kopf. Prost. Prost. Du bist angenehm im Magen. Na, sehen Sie. Ich heiße Stoff. Graf. Ist mir auch angenehm. Wie ist denn das so mit den Anzeigen? Aber erst hole ich jetzt noch zwei. Noch zwei, breiter Knaller. Nochmals Dank. Anzeigen sind Mittler zwischen gemeinsamen Interessen. Sie wollen also heiraten? Sie haben da was. Gut. Ich interessiere mich für Frauen mit Interesse an Männern. Aha. Na dann. Prost. Prost. Wie Sie dann heiraten wollen? Aussortieren. Und keine falschen Hoffnungen machen. Das ist eine reine Routine. Das mit den Anzeigen. Gibt's da auch Fehlanzeigen oder Rückschläge? Per Saldo. Habe ich mehr Vorschläge als Rückschläge. Liebevoller Mitdreißiger sucht nach schwerer Enttäuschung. Enttäuschung? Wieso denn Enttäuschung? Ja, Enttäuschung ist immer gut. Schafft Mitgefühl und Mitgefühl macht spitz. Aber ich habe doch meine Katrin. Und sie besucht uns heute. Meine Mutter und mich. Ich habe sie bei. Zufällig. Ja. Süße. Ja, sehr nett. Mein Gott, du könntest Frauen haben. Wie denn? Ja, wenn du weiterschreibst. Also sucht nach schwerer Enttäuschung. Sucht nach schwerer Enttäuschung. Liebevolle Partnerin. Liebestolle Partnerin. Oder Gefährtin. Gefährtin. Name, Anschrift, fertig. So, dann gib sie her. Anschrift. Fertig. Fertig. So. Warte hier auf mich. So, an alle Berliner Zeitungen. Mhm. Nun gucken Sie sich mal meinen Freund an. Ist der nicht süß? Also gar keine Temperatur, das ist verdächtig. Keine Panik, Mama. Detlef, du brütest irgendwas aus. Aber, Entschuldige bitte. Ich werde Dr. Wieczorek anrufen, ja? Mama, wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich keinen Kinderarzt mehr brauche? Er hat dir aber immer geholfen. Soll ich den Topf holen? Oh nein, Mama, ich muss doch gar nicht. Komm, leg dich wieder hin. Komm. Ja, Mama. Oh, so ist schön, Mama, ja. So ist schön. Detlef, du bist nicht krank. Du hast getrunken. Eva. Womit habe ich das verdient? Jetzt fängst du auch noch damit an. Nein, Mama. Dann erklär mir bitte, warum du getrunken hast. Ich habe mir Mut angetrunken. Wieso hast du was ausgepresst? Nein. Deswegen Katrin.
Katrin? Sie kommt heute. Heute? Ich habe kein Stück Kuchen im Haus. Das wird sie sein. Du bleibst liegen. Du rührst dich nicht von der Stelle. In deinem Zustand. Prost. Prost. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Nehmen Sie doch bitte ein Stück. Bitte sehr. Dankeschön. Wo ist er denn? Arbeitet er noch? Nein. Er liegt. Er liegt? Ja, es war ihm nicht sehr wohl übel. Heute Mittag ging es ihm noch ganz gut. Ach ja. Ja, na, als der Detlef noch ein kleiner Junge war, da litt er schon an so einem plötzlichen Kräfteabfall. Ja, wie aus heiterem Himmel. So. Ja. Er braucht gute und liebevolle Pflege. Na, die hat er ja bei seiner Mama. Was ist denn das? Das ist Detlef. Immer wenn er etwas braucht, dann schmeißt er einen Stuhl um. Ich meine, nur damit ich höre, dass er Hilfe braucht. Das kann er sich nicht abgewöhnen. Entschuldigen Sie bitte. Ruh dich noch ein wenig aus. Ich unterhalte mich sehr gut auch alleine mit der jungen Dame. Aber Mama! Sie ist übrigens eine reizende Person. Nur findest du nicht, dass die ein bisschen viel redet? Naja, ganz alt, die Nervosität. Warum ist er so schlecht? Als kleiner Junge bekam Detlef eine Zystitis. Wenn Sie wissen, was ich meine. Nein. Eine Blasenentzündung. Oh. Ja, das war sehr schlimm. Oh, was hat er gelitten unter den anderen Kindern im Ferienlager? Wissen Sie, ich wollte nicht über sein Leiden sprechen, aber er ist Bettnässer. Bis zum heutigen Tag. Tatsächlich? Es kommt sehr selten vor, sehr selten. Aber immerhin, deswegen auch seine Reinlichkeit. Er wäscht sich doch den ganzen Tag. Na, wissen Sie. Na, hören Sie, manch einer wäscht sich kaum. Aber sonst ist er ein wunderbarer Mensch. Und die Frau, die ihn mal bekommt, bekommt einen guten Mann. Hoffentlich hat sie ihn dann auch verdient. Prost. Ich glaube, ich muss jetzt. Oh, hier geradezu. Gehen. Oh, das ist aber schade. Tag, Katrin. Guten Tag. Entschuldige mich einen Augenblick, ja? Waschen? Ja, ja, sagte ich doch. Er ist wohl der geborene Junggeselle. Ja, ja. Er kann sehr lieb sein. Ja. Etwas Wasser an Leib und Gesicht, das weckt Tod auf. Mhm. Bringst du mich noch ein Stückchen? Bring? Ja, bitteschön. Auf Wiedersehen, Frau Korff. Wiedersehen, Frau Katrin. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Nicht zu danken. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, bis gleich dann, Mama. Was ist denn passiert? Warum gehst du schon? Ach, ich bin müde. Deine Mutter lässt dich nie aus den Fingern. Dazu ist dir jedes Argument recht. Das siehst du völlig falsch, Katrin. Sie hat die Trennung von meinem Vater nicht verwunden. Und ich muss mich ein bisschen um sie kümmern. Dann kümmere dich um sie. Hier hast du deinen Ring. Auf deine Weise bist du ja ganz glücklich. Hm? Naja, aber... Lass es dir gut gehen, ja?
Aber Katrin, du kannst doch nicht einfach... Hinter meinem Rücken. Tatsächlich. Tja, Mama, weißt du, das sind alles Zuschriften auf ein Versicherungsinserat. Ach so. Ja. Hier. Ich bin 28 Jahre alt und möchte eine Lebensversicherung abschließen. Ich bin soweit gesund. In meiner Familie gab es keine Erbkrankheiten. Ach, schon gut, schon gut. Ich lese auch weiter. Aber nein. Es ist nur, weil mit den Anzeigen so viel Schindluder getrieben wird, weißt du. Ja. Gott sei Dank. Gucken Sie mal. Oh. Gestatten Sie? Ja. Fast ideal ist ja die kombinierte Unfallkrankentagegeldversicherung. Da gibt es bei einer Monatsprämie von 52 Mark ganze 7 Wochen lang im Krankheitsfall 20 Mark pro Tag. Tatsächlich? Ja. Im Unfallfall gibt es ca. 25.000 Mark und bei dauernder Erwerbsunfähigkeit 75.000 Mark. Tja, meine Dame, das sind Beträge. Ja. Leider besaß mein Mann keine Versicherung. Er ist an den Folgen eines Unfalls verstorben. Oh, wie unpassend. Entschuldigung. Das konnten Sie ja nicht wissen. Auch keine Lebensversicherung? Nichts. Das rächt sich im Schadensfall, pflege ich immer zu sagen. Oh, ich fange ja schon wieder damit an. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, ja, das war eine schwere Zeit für mich. Aber inzwischen bin ich wieder fast die Alte. Aber allein sein kann... Und will ich nicht. Deshalb habe ich Ihnen geschrieben. Auch anderen, um die Wahrheit zu sagen. Ah, verstehe, verstehe. Tja, was soll denn nun werden? Besuchen Sie mich mal? Gerne. Ich meine natürlich ganz unverbindlich. Na, sonst hätte ich Sie doch nicht eingeladen. Thank you.
suchen über Annonce ja nur, naja, Gespielin fürs Bett also. Da macht mir keiner was vor. Ich habe einen Frisiersalon und lauter mitteilsame Kunden. Na, ich kann Ihnen sagen. Ja, verstehe. Aber Sie sind ja nicht so eine. Sie nicht. Sie möchten wirklich nichts trinken? Wenn ich am Tage trinke, da passieren mir immer so Sachen. Ja, wir sind ja alle erwachsene, lebenserfahrene Menschen. Natürlich. Ja, nichts Menschliches ist uns fremd. In der Liebe bin ich, wie sagt man das am besten, wie ein Quartalstrinker. Ja. Naja, wenn, dann richtig. Bitte? Danke. Also, was ich Ihnen so alles erzähle. Ach, reden Sie ruhig. Ja, na schön. Ich denke, eine gewisse Synchronität ließe sich da bestimmt herstellen. Immer? Ja. Zum Wohl. Ja, das ist die Küche. Schön. Ja, und das ist das Bad. Sehr schön. Mhm. Ja, und das ist das Schlafzimmer. Ja. Naja, wie das Leben halt so spielt. Gehen wir lieber weiter. Hat's geschmeckt? Hm? Das ist Ihr Platz. Ich trinke eigentlich nicht. Oh, das wäre aber schön. Ist ja nur zur Verdauung. Zur Verdauung. Gestatten Sie. Das ist aber nicht nötig, Frau Karin. Doch, doch. So ist es richtig. Ja, so begannen immer die schönsten Stunden des Tages. Ist recht gemütlich bei Ihnen. Ach, machen Sie sich doch bequem. Was für eine Kragenweite haben Sie eigentlich? 40, wieso? Ach, ach, das ist ja ein Zufall. Kommen Sie mal bitte mit. Passt. Ihre. Das kann ich unmöglich annehmen. Sie tun mir einen großen Gefallen. Probieren Sie mal. Na, ich weiß nicht. Doch, doch. Na, wunderbar. Es passt doch. Ja, aber ob die Hose passt? Nein, nein, das müssen Sie schon anprobieren. Naja, aber... Na, ich guck weg. Wir sind ja lebenserfahrene, erwachsene Menschen, nicht? Ja. Ups. So. Ja, dann gehen Sie doch mal ein paar Schritte. Maßarbeit. Herr Detlef, alles war in der Reinigung. Ich kann das unmöglich annehmen. Erstens erwachsen Ihnen daraus keine Verpflichtungen und zweitens sind die Sachen doch zu schade, um von den Motten aufgefressen zu werden. Naja, trotzdem ist mir irgendwie peinlich. Wenn ich Sie sehr herzlich bitte... Das ist natürlich was anderes. Wie mein Kurt. Junge, wie siehst du bloß aus? Na,
Ja. Alles neue Sachen? Nee, getragen. Jemanden sind sie zu eng geworden. Ach, die Krawatten und die Schuhe auch? Die besonders. Sie sind... Bin ich. Norma Goldbach. Detlef Korff. Na dann. Ja. Tja, man kennt Hinz und Kunz. Ist eigentlich frei von Berührungsängsten, aber in Partnerschaftsangelegenheiten, da schreibe ich auf ein Inserat. Ist irre, nicht? Ja. Anzeigen sind Mittler zwischen gemeinsamen Interessen. Ja. Vor allem nach einer menschlichen Enttäuschung. Da haben Sie recht, ja. Meine Arbeit frisst mich mit Haut und Haaren. Haben Sie schon die Lurche am Deutschen Theater gesehen? Leider nein. Ich gehe nicht oft ins Theater. Wollen wir uns nicht dort setzen? Ach ja, gerne. Das ist ja irre. Entschuldigung, aber ich finde das wunderbar. Ein unbeschriebenes Blatt. Fast alle Leute, die ich kenne, die reden nämlich pausenlos Schlaues über Kunst und Kultur. Irre. Ja, ja. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie im Alten Museum war. Schande, wieso? Na, als Berlinerin und als Kulturredakteurin. Na ja, dann lassen wir uns doch die Schande einfach tilgen. Es ist leider geschlossen heute. Die Schande bleibt. Guten Abend. Na endlich. Bitte kommen Sie rein. Aber Sie dürfen sich nicht bei mir umsehen. Trinken Sie etwas? Nein, danke. Die Blumen. Ja, nehmen Sie her. Es ist so schrecklich. Haben Sie Kummer? Sie haben mir den Führerschein weggenommen. Die Polizei? Ja, und bloß weil ich ohne Licht gefahren bin. Das ist aber hart. Naja, ein bisschen getrunken hatte ich auch, aber nicht viel. Ach, so ist das. Kommen Sie. Drücken Sie mich doch mal ganz fest, ja? Oh ja, das tut gut. Wollen wir uns nicht lieber setzen? Und wir sitzen dann hier und mein Autochen steht ganz allein im Regen. Und vielleicht klauen Sie mir auch noch die Räder. Na, ich... Könnt ihr es ihnen ja holen. Morgen. Wozu denn eigentlich dieses dumme Sie? Du bist mein Retter und ich bin die kleine Ute. Detlef. Du Mann, du! Wirst du erwartet? Ja. Von meiner Mutter. Dann hat sie dich bestimmt zum ersten Mal über Nacht vermisst. Hm? Ja. Komm, wir trinken noch einen Kaffee bei mir, ja, mein Gebieter? Du... Ich weiß nicht. Ach, komm. Na gut. Hallo, die Damen. Guten Tag, Frau Schröder. Guten Tag. Ich bin mir schon vor. Guten Tag. Guten Tag, Frau Schmidt. Bitte nicht stören. Mhm. Ob der von der Steuer ist? Den kenne ich, der ist von der Versicherung. Ich dachte, es ist Ihr neuer Bekannter. Ach, wo? Sowas macht doch Herr Korff nicht. Wer weiß. Ich sagte dir doch, dass ich in Liebesdingen wie ein Quartalsdrücker bin. Ja, die nicht aufhören können. Ja, jetzt ist das so. Ja, ja. Weißt du, der Salon hier, der läuft natürlich nicht von allein. Na, logischerweise. Sonst bin ich morgens die Erste. Mann, es wird aber Zeit. Dann nimm doch das Auto. Ja, ich kann's doch jetzt sowieso nicht gebrauchen. Und Autos sind wie Frauen. Sie müssen bewegt werden.
Sonst taugen sie nichts. Also tu mir den Gefallen und beweg es. Na, wenn's so ist. Tschüss. Ich warte auf dich. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Detlef! Schönen guten Morgen, Mama. Ich habe kein Auge zugemacht. Mama, ich auch nicht. Detlef, wo bist du gewesen? Unterwegs. Mit dem Auto da? Ja, man hat es mir sozusagen zur Verfügung gestellt. Dienstlich? Ja, so ungefähr. Ach, mein Junge, ich bin sehr stolz auf dich. Ich hoffe, du hast sehr viel Freude mit deinen neuen Aufgaben. Ja, Mama, sehr viel Freude. Sehr viel. Danke. Tag, Herr Kauf! Nicht mehr mit dem Drahtesel? Zarafels, wie Sie sehen, nicht. Aber bei den vielen säumigen Zahlern müsste man eigentlich Flügel haben. Na, wir vom Spartenvorstand sind auch nicht froh darüber. Ich sage Ihnen, wenn hier so eine trockene Laube brennt, dann brennen sie alle. Na, wie wär's? Gleich ist Vollversammlung. Eine gute Möglichkeit, für sie zu werben. Was denn? Ich soll eine Rede halten? Eine Flammende! Vor der ganzen Sparte! Na, Sie wissen doch, damit nichts abbrennt und damit nichts passiert. Vor allen Leuten? Ja. Bitte darum, Herr Korf. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Na, sehen Sie. Und nun möchte der Herr Korf von der Versicherung ein paar Worte sagen. Bitte, Herr Korf. Guten Tag, liebe Kleingärtner. Man kann Sie alle beglückwünschen, dass Sie hier am Rande der Großstadt ein Stückchen Garten Ihr eigen nennen dürfen. Ja. Danke, danke. Sie pflegen, Sie ernten, Sie erholen sich hier. Und Sie werden diese Oasen am Rande der Großstadt dereinst Ihren lieben Kindern übergeben. Einige von Ihnen kennen ja die Zufälle, die Unfälle, die Wechselfälle des Lebens und haben ihre wunderschönen Lauben versichert und zahlen, sagen wir mal, pünktlich. Aber die meisten vertrauen auf ihr Glück und meinen, du lieber, lieber Florian, das ist das Maskottchen der früheren bayerischen Feuerwehr. Zünde meins nicht, sondern ein anderes an. So denken die. Ha! Feuer, Wind, Pappdächer, zu kurz gedacht von jenen. Darf ich Sie zu Ihrem Entschluss beglückwünschen? Ich finde es großartig, dass Sie Ihren Ausweis bekommen. Denken Sie an den Kollegen Müller. Dem ist das ganze Häuschen abgebrochen. Entschuldigung. Sind Sie die Baskenmütze? Bin ich. Warum nehmen Sie die ab? Nur schöne Leute können sie schmücken. Ich bin die BZ von Donnerstag. Warum tragen Sie denn Ihre Brille nicht? Da sehe ich ja noch blöder aus. Wissen Sie, allzu große Offenheit und Selbstbezichtigung, das kann auch Koketterie bedeuten. Ich bin 19, Sie könnten mein Vater sein. Weshalb haben Sie mir dann geschrieben? Ich habe mein Alter angegeben. Die Jungs in meinem Alter, die wollen von mir nichts wissen. In der Schule und zu Hause war immer ich der Trampel. Haben Sie noch Geschwister? Ja, eine Schwester. Eine hübsche? Logisch, eine sehr hübsche. Die hat mir regelmäßig die Jungs ausgespannt. Ach nee. Ist ja eine schöne schwesterliche Artigkeit. Wie heißen Sie eigentlich? Andrea. Das passt auch zu mir. Ich heiße Detlef. Das passt nicht zu mir. Na, eigentlich gefallen Sie mir. Ich bin wohl ein bisschen zu jung für Sie. Ich kann Sie nicht interessieren, okay? Wieso denn? Sie gefallen mir auch. Und was mich betrifft, da irren Sie sich. Sie finden ja nur meine Beknacktheit interessant.
Fahren wir erst mal Eis essen, hm? Mhm. Herr Korf. Herr Greiner-Appel. Ich war da wohl unlängst ein wenig gereizt zu Ihnen. Sie hatten allen Grund dazu. Ich war nicht im Recht. Doch, ich war nachlässig in Fragen der Zahlungsmoral. Aber wenn ich es Ihnen doch sage... Ja, bitte. Vorschlag. Wir waren beide sowohl im Recht als auch im Unrecht. Ausgezeichnet. Wir waren beide im was? Ach, unwichtig. Das sind 94 Abschlüsse. Ja. Ich habe immer gewusst, dass Großes in Ihnen steckt, Herr Korf. Ich danke Ihnen, Herr Greiner. Um meine Güte, in 20 Minuten fährt mein Zug, den schaffe ich nie. Darf ich Sie zum Bahnhof fahren? Haben Sie neuerdings ein Moped? Nein, Moped kann ich leider nicht fahren. Ich fahre ein Auto. Auto. Dann schaffe ich es noch. Vielleicht. Ich kenne dieses Stück in einer anderen Inszenierung. Guten Abend. Der Regisseur war seinerzeit ein Schauspieler mit der Sensibilität einer Axt. So was gibt es? Ja. Er wurde allgemein beglückwünscht, als er, guten Abend, die Schauspielerei aufgab. Da kenne ich ja auch einen, der tat allen weh. So, was hat er denn gemacht? Er war Zahnarzt. Irre. Sie haben einen wunderbaren Humor, Detlef. Vielleicht schreiben unsere Dichter, pardon, Stückeschreiber. Deshalb keine guten Frauenrollen, weil es keine guten Frauen mehr gibt. Das erstaunlich, aber wieso schreiben Sie denn Männerrollen? Kein Streit, Kinder. Ihr seid 3 Jahre geschieden und wolltet euch nie wieder zanken, ja? Es waren 25 Vorhänge, ungefähr. Ach, sagen Sie doch mal, junger Freund, der Sie so weise schweigen. Gut gesagt, so er doch mal. Unterbrech mich nicht, aber witziger Bube. Ach, was wollte ich fragen? Was Herr Korf von der Premiere hält. Sehr gut, ja. Hm? Hm. Ich fand's irre interessant, mittelmäßig, verwirrend und eigentlich langweilig. Das ist es. So musste das ungefähr mal gesagt werden. Ja. Leute, wir gehen. Los. Ich hau jetzt ab. Am Marsch! Blödes Gesicht. Trinkst du nie? Selten. Wir sagen ja du zueinander. Tja, tatsächlich. Vereinfacht vieles. Ich wollte dir neulich schon was beichten. Na, tu's doch. Soll ich die Gläser gleich spülen? Nur die Aschenbecher. Ich habe ein Verhältnis mit meinem Chef. Ich hatte. Wie findest du das? Na, du hast schon deine Gründe gehabt, Herrn. Also es ist irre, wie lakonisch du sein kannst. Der Grund ist seine Frau. Kannst du dir vorstellen, dass ich Dumutrine jahrelang geglaubt habe, er würde sich trennen? Mal war ein Kind krank, gab's eine Trauerfeier, eine Geburtstagsfeier. Du ahnst nicht, was ein verheirateter Mann alles erfindet, um die Situation in der Schwebe zu halten. Das glaube ich dir. Was meinst du? Bin ich verheiratet? Nee, du nicht. Bist du dir so sicher? Ja, ich kann das nicht belegen, aber eine Frau spürt sowas. Kommst du? Das ist eine frische Zahnbürste und ein Rasierapparat. Und du hast einen Rasierapparat? Ja, für meine Achselhöhlen. Ich wollte ihn jetzt noch rasieren. Ach, sei so lieb. Meine Haut ist überall empfindlich. Na, das ist natürlich was anderes. Soll ich noch eine Kanne Kaffee machen? Nein, nein, danke. Ja, Herr Reinhardt, der Kellerschlüssel schließt wirklich gut auf. Was ist das schon, einen Kellerschlüssel zu feilen, liebe Frau Sickert? Wie viel schwieriger ist es, den Schlüssel zum Herzen zu feilen? Ja. Ich glaube, uns verbinden ähnliche Schicksale, seit es Ihren lieben Mann nicht mehr gibt. Ach, ist Ihre Frau auch? Fort. Ach, oh, das tut mir aber leid.
Mir nicht. Entschuldigen Sie mich bitte. Oh. Gestatten Sie? Ja. Guten Abend. Guten Abend. Frau Karin, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich... Wir müssen den Mann da drin loswerden. Ach, Sie haben Besuch. Ist kein Problem. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Frau Sickert, was zahlen wir denn? Alles. Ja, dann gehe ich mal Geld holen. Versicherung? Ja. Ich glaube, ich bin überversichert. Ach was. Seit dem Auszug meiner Frau lebe ich in einer leeren, fast leeren Wohnung. Ach. Tun Sie mir aber leid. Sie kannten sie nicht. Überversichert? Ja. Wo wohnen Sie? Eine Etage höher. Reinhardt. Dann gehen Sie mal schnell nach oben und legen die Unterlagen bereit. Sie haben doch Zeit. Ja, ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub. Schön. Dann komme ich demnächst vorbei. Von 8 bis 8. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bitte schön. Nein, keine Sorge, Herr Korf wird das alles regeln. Auf Wiedersehen, Herr Reinhardt. Auf Wiedersehen. Ach. Na, das haben Sie aber gut gemacht. Wissen Sie, bloß weil ich keinen Mann habe und er in der Nachbarschaft wohnt, muss er doch nicht denken, er und ich, wir wären das ideale Paar. Müde? Ach, wissen Sie, ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. Kommen Sie mal. Legen Sie sich doch einen Augenblick hin. Ach, das ist aber freundlich. Aufstehen. Gleich, Mama. Guten Morgen. Na? Gut geschlafen? Ja, danke, sehr gut. Sagen wir schon du zueinander? Noch nicht. Sie sind ja ein Mann, der eine solche Lage nicht ausnutzt. Das ist mein Prinzip. In solchen Dingen sollte man nicht egoistisch handeln. Och, so egoistisch wär's ja auch nicht gewesen. Ach, Detlef. Ach, ich dachte ja schon, dass du mich als Frau gar nicht willst. Für diese Saison präsentiert für die Dame Rocky, für den Herrn Kontrast. Mode bedeutet Leben. Dazu gehören Formgefühl und perfekte Technik. Alle Frisurenmoden bauen sich auf präzise und angepasste... Mein Geschiedener. Aha. Und die er da beim Wickel hat, das ist seine neue Flamme. Die war mal Lehrmädchen in meinem Land. Meine Damen und Herren, weiterhin aktuell ist auch die Mode... Findest du nicht, dass er ein bisschen mitgenommen aussieht? Du, ich kenne ihn ja gar nicht. Naja, hast ja auch nichts versäumt. Rocky, eine sehr schicke und tragbare Modeempfehlung. An den Seiten und im Nacken sehr kurz gehalten. Guten Abend. Guten Abend. Ach, ihr Lieben. Das ist das liebe Fräulein Puls. Ich möchte sagen, sein Impuls. Guten Abend. Herr Schöbel, Herr Detlef Korf. Angenehm.
Du bist gut in Form, mein Lieber. Und Sie sehen ganz entzückend aus. Naja, mit dem Gesichtchen kann man sich eben jede Frisur leisten. Außer Bubiköpfe, stimmt's damit? Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Sie sind wirklich der geborene Friseur? Oder sagt man Haarkünstler? Friseur genügt. Trinkst du was? Ich weiß nicht. Na, spendiert es doch immer. Zwei Glas. Knickstiefel. Ja, bitte. Drei Glas. Bis gleich. Gern, Schatz. Ja, ich muss auch mal. Ich nicht. Ist er das? Du bekommst rote Flecken am Hals. Ja, das ist er. Und mir geht es Gold, falls du das wissen willst. Und wie geht es dir? Du siehst ganz schön mitgenommen aus. Also bitte hör auf. Ich vermisse dich, Ute. Da könnte ich ja schrill lachen. Ich habe viel nachgedacht. Allein. Na, mit der wohl nicht. Könntest du dir vorstellen, dass wir noch einmal... Vater und Mutter spielen? Sie ist so furchtbar langweilig. Nur langweilige Menschen finden ihre Partner langweilig. Bist du mir wieder geschenkt, mein Lieber? Ich bin dir auch wieder geschenkt, darling. Und ich bin sicher, dass Sie mein würdigster Nachfolger sind. Ja. Alle Kollegen unserer Dienststelle wünschen Ihnen Erfolg und Schaffenskraft in der Funktion, die ich 12 Jahre innehatte. Vielen Dank. Lieber Herr Greiner-Appel, ich wünsche Ihnen Gesundheit, Erfolg und Schaffenskraft in unserer Zentrale. Danke, danke, danke. Nicht mehr lange. Für Pantomime gibt's nur 20 Zeilen. Lass dir ruhig Zeit. Ach, darf ich vorstellen? Herr Korf, mein Chef, Herr C. Tag. Guten Tag. Na, wie war's? Wie bei Marceau war's nicht. Und was sagen Sie dazu? Och, mir hat's gefallen. Ich fand's schön. Richtig poetisch. Ach so. Verstehen Sie was davon? Das nicht, aber Kunst wird doch nicht nur für die Kritiker gemacht. Ich bin gleich wieder da. Sie haben recht. Wer sich jahrelang beruflich damit befassen muss, kann nicht mehr unbeschwert genießen. Das ist aber schade. Vielleicht sollten die Kritiker des Öfteren den Beruf wechseln. Ich glaube, das würde sie als Kritiker wie auch als Konsumenten bereichern. Haben Sie beruflich damit zu tun? Nein. Versicherung. Woher kennen Sie eigentlich unsere liebe Norma? Durch eine Heiratsannonce. Ach, so einfach ist das. Ja. Was hast du denn mit dem gemacht? Nichts. Er hat mich gefragt, woher ich dich kenne. Und was hast du gesagt? Na, die Wahrheit. Deshalb hat er gesagt, du seist ein intellektueller Zyniker. So. Haben Sie Ihren Führerschein im Lotto gewonnen? Ach, Katrin. Detlef. Schön, dass man dich trifft. Hättest mich ja beinahe umgefahren. Kann ich dich irgendwo hinbringen? Ja, gern. Es freut mich, dass es dir gut geht. Und deine Mutter? Wie immer. Und besser. Ich war wohl ein wenig rigoros zu dir. Entschuldige. Ach, meiner sensiblen Seele wegen. Du, ich war damals gar nicht zu kränken. Das sagst du. Weißt du, als Kind hielt ich mich für dumm und hässlich. Aber ich fand mich eben damit ab. Mir konnte keiner helfen. Irrtum. Meine Mutter nutzte diese für sie einmalige Chance, mich so lange als möglich wie ein Kind zu behandeln. Da war ich dann plötzlich schön und klug, sogar gut.
wie du redest. Sophia, stimmt. Das meine ich nicht. Ich könnte dich jetzt noch dafür küssen, dass du mir mit deinem Schlussmachen eigentlich die Augen geöffnet hast. Ich hab dich immer noch gern. Ich weiß noch nicht, welchen ich lieber mag. Den von heute oder den von früher. Möchtest du vielleicht einen Moment mit zu mir heraufkommen? Warum denn nicht? Eigentlich, wer du bist, kutschierst fremde Eulen in meinem Wagen herum und meldest dich nicht. Für deine Annoncen, Bertilsin, ist mir mein Wagen zu schade. Ach, ich verstehe. Vom Muttersöhnchen zum Gigolo. Na ja, bei einer mit Auto kann man natürlich nicht sehr wählerisch sein. Hören Sie mal, was heißt hier wählerisch? Sie riechen ja noch nach Pusche. Deine Papiere. Nein, mein Lieber, das wäre zu einfach. Erst fährst du mich mal nach Hause. Ich kann ja wohl auf eine Aussprache bestehen. Bitteschön. Na, dann steig mal ein. Hast du mir verboten, jemanden in dem Auto mitzunehmen? Nein. Ja, dann verstehe ich dich nicht. Das war übrigens die Katrin. Ach, die? Ja. Es stimmt alles nicht, was ich gesagt habe. Ich war eifersüchtig. Auf mich? Auf dich. Wenn du es dir vielleicht auch nicht vorstellen kannst. Doch, doch. Aber das ist noch lange kein Grund, mich lächerlich zu machen. Natürlich nicht. Nimm doch bitte die Autoschlüssel zurück. In diesem Wagen setze ich meine Füße nicht mehr. Warum? Ach komm, Schluss jetzt damit. Trink was. Klein. Ist die denn auch wieder lieb zu deiner Ute? Herr Kasbeck? Ja, ich würde gerne auf Ihr Tauschangebot zurückkommen. Ja. Gut, Herr Kasbeck, ja? In einer Stunde dann. Wieder. Ah, hm. Ne? Hast du gut geschlafen? Wann denn? Und du willst wirklich nicht mehr mit dem Wartburg fahren? Hm. Ich pflege zu meinen, was ich sage. Gut. Dann reden wir nicht mehr davon, ja? Ne? Komm, noch 5 Minuten, hm? Detlef, das ist Herr Kasbeck, der sich ein kleineres Auto wünscht. Wie schön. Herr Korf. Angenehm. Die Papiere, Schlüsselsteck. Das sind die Papiere vom Wagen. Der Tank ist voll, bitteschön. Und das hier ist der Wertausgleich. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, mein Gebieter, da du verschmäht hast, mit unserem Wartburg herumzufahren, wirst du in Zukunft mit dieser Kutsche vorlieb nehmen müssen. Oh, das ist natürlich was anderes. Aber Karin, liebes, ich habe doch auch noch einen Beruf. Du, wenn ich reich wäre, würde ich jeden Tag um 12 die Fensterläden aufschlagen und laut Feierabend brüllen. Ja, gut, ich komme vorbei. Wieder. Sag mal, Junge, die Leute, die da draußen sind, sind die alle unter dir? Sozusagen, Mama. Ich bin sowas von stolz auf dich. Entschuldigung, Mama. Mein Junge. Kauf? Detlef? Hallo? Wir hatten eben eine Redaktionsbesprechung. Würdest du über deine Erfahrungen mit der Annonce schreiben? 4 bis 5 Folgen? 100 Zeilen? Es kommt etwas überraschend. Noch eine Beförderung. Nein, nein, nein. Wie bitte? Nein, nein, nicht nein. Wir sprechen noch darüber. Aber bitte recht bald. Ja, mein Lieber? Ich melde mich. Wieder. Ist das aufregend, dir bei deiner Arbeit zuzusehen?
Ist das jeden Tag so? Korf? Ach, wie schön. Da läuft wie ein Bienchen. Sag mal, bist du allein? Eine Frau? Deine Mutter. Grüß sie von mir, wenn du willst. Noch was. Die kleine Ute hat so Sehnsucht nach dem großen Detlef. Na, wenn da noch Zeit ist. Gut. Wieder. Der Direktor? Nein, Mama. Und jetzt fahren wir nach Hause. Erhol dich nur von deinen vielen Pflichten. Ich hab auch viel Freude bei. Du sag mal, was ist denn eigentlich aus deiner kleinen Freundin geworden, dieser reizenden Katrin? Hm, ist schon längst vorbei. Ach, das tut mir aber leid. Halt so schlimm. Warum hast du mir das nicht erzählt? Ich wollte dich nicht mit meinem Problem belasten. Was heißt Problem belasten? Belastet mich doch nicht. Hast eine neue, oder einige neue. Wie soll ich denn das verstehen? Na, hör mal. Mein blondes Haar, mein schwarzes Haar, mein dies Parfum, mein jenes Parfum. Bring sie doch mal mit. Die Übung hatten wir ja schon mal, Mama. Du wirst deinem Papa immer ähnlicher. Hast du ihn eigentlich geliebt? Wie ist das nun? Schreibst du über deine Erfahrungen mit der Annonce? Natürlich nur, wenn der Vorgang Anzeige dein Leben verändert hat oder irgendwie irre Erfahrungen gebracht hat. Ich glaube, nein. Denn die Veränderung bestünde ja im Erfolg einer sogenannten Eheanbahnungsannonce, also in einer Ehe. Diese hingegen garantiert durch ihre Schließung allein noch lange keinen dauerhaften Erfolg. Halt doch mal an. Was ist los mit dir? Was soll denn los sein? Du bist klug. Du verstehst viel vom Leben, von Menschen. Du hast gute Manieren, Humor. Du siehst auf nicht so vordergründige Weise gut aus. Du müsstest dich vor Frauen nicht retten können. Also wozu die Annonce? Hast du doch gar nicht nötig. Bist du ein Heiratsschwindler oder irgendwie verkorkst? Was wäre denn lieber? Natürlich Heiratsschwindler. Nur nicht so ein Waschlappen wie mein Chef. Was macht er denn jetzt? Jetzt will er sich wirklich scheiden lassen. Du kommst nicht drüber weg. Du könntest mich ja aus der Affäre ziehen. Du überschätzt mich. Ah, das ist Kerstin, unsere Bildreporterin. Die kennt das übrigens alles. Komm rein. Ich habe aber nicht viel Zeit. Na komm. Herr Korf, Kerstin Busse. Tag. Tag. Setz dich, Schwester. Hast du Kummer? Ach, das alte Lied. Mensch, lass ihn sausen, Norma leben. Dann wirst du ja sehen, ob er vielleicht unter Druck seine Versprechung einhält. Sie sind doch ein Mann. Was sagen Sie dazu? Fragen Sie mich lieber nach dem Wetter. Sag schon, ich leg Wett auf deine Meinung. Wenn das schon seit Jahren so geht, dann will er sich nicht scheiden lassen. Egal, was er sagt. Ja, bitte, da hörst du es. Aus Liebe, aus Anhänglichkeit, aus Abhängigkeit, aus Feigheit. Und Norma? Norma will er nicht verlieren. Aus Liebe, aus Anhänglichkeit, aus Abhängigkeit, aus Eitelkeit. Wirklich? Ja. Die Basis eurer Beziehung, der ganze Reiz, besteht in der Unmöglichkeit, sie festzuschreiben. Dazu gehören auch deine ewigen Vorwürfe, seine Ausreden und deine Tränen. Sind Sie Psychologe oder Eheberater? Bedauere, dann würde ich nicht so reden. Du bist doch noch ein lieber Kerl. Sagt einfach, was irre provokant klingt, aber wahr ist. Vielleicht stimmt das. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in diesem kurzen Leben auch drei miteinander glücklich sind. Schwester, kommst du mal ein Momentchen mit raus? Ich hab da was.
Hör mal zu, meine Beste. Ich verbiete dir, dich an Detlef ranzumachen. Ausgerechnet du. Was soll denn das, dieses Händchen halten und sie Psychologe säuseln? Ich bitte dich. Wir kennen uns doch. Eben, Schwester. Ein schönes Stück, nicht? Ein sehr schönes Stück, Norma Leben. Sehr vorteilhaft. Ich sehe aus wie eine Eule. Noch besser. Na ja, wie wär's denn mit sowas da? Unverkäuflich. Nur mal probieren. Na, das ist sie doch. Sieht ja ganz lustig aus. Na, Herr Sorge, geben Sie Ihrem Herzen Stoß. Tja. Nur weil Sie sind, Herr Korf. Danke. Und wann? Donnerstag. So. Und jetzt gehst du zum Friseur. Ich hab was gegen Friseure und Frisuren. Ich eigentlich nicht. Na los. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Läuft rum wie aus dem Wald und hat im Schrank die schönsten Klamotten zu hängen. Die sind von meinen beknackten Eltern. Die ziehe ich aus Prinzip nie an. Aber aus Abneigung gegen beknackte Eltern, da läuft man doch nicht nur so herum. Zieh doch mal an. Mir zuliebe. Na gut. Beknackten Eltern haben aber keinen schlechten Geschmack. Kunststück, wenn man Geld hat. Ich habe auch einen Haufen teures Schminkzeug. Ach, das brauchst du nicht. Aber mit der Bekleidung ist es da schon anders. Man kann zwar mit einem Stück Textil aus einer Null keine Koryphäe machen, aber Sicherheit gibt das allemal. Waren Sie mal so eine Null? Vielleicht. Eine kleine. Weißt du, ich hatte das Gefühl, aus uns wird nichts. So? Ja. Und jetzt gibt es einen Mann in meinem Leben, der will mich heiraten. Na schön. Ja, ich möchte aber, dass du ihn erst kennenlernst. Du mit deiner Menschenkenntnis. Gut. Du sollst nämlich mein bester Freund bleiben. Unser. Ja, das gerne. Ach, das wäre aber schön. Erzähl ruhig, Maxi, erzähl ruhig. Der Detlef ist so eine Art Verwandter von mir. Mhm. Ja, ich hab's einfach satt, immer bei meiner Mutter zu leben. Sie liebt mich sehr, aber es muss alles nach ihrer Pfeife tanzen. Immer wenn ich mich für ein Mädchen interessiere, dann geht sie dazwischen, so mit
Wissen Sie, Fräulein, er ist ein lieber Junge. Ja, aber er trinkt nicht. Und geht früh schlafen, war als Kind oft krank. Man muss ihn jetzt noch schonen, so? Ja. Woher wissen Sie das? Tja, junger Mann, wer das Leben kennt, der kennt auch den sanften Terror mancher Mutter. Ja, aber das ist jetzt bei mir vorbei, nicht, Karin? Ja. Prost. Ich muss leider. Ach, Sie sind mit dem Auto. Ja. Warte. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, ich komme gleich wieder. Na, was sagst du denn nun? Der Maxi ist gut. Genau das Richtige für dich. Freundlich und formbar. Das freut mich. Viel Glück. Na, wie geht's? Glänzend. Und der Seele? Gerade der. Und ihn? Na, hör Gott, man lacht. Und vielen, vielen Dank. Andrea, doch nicht über allen Leuten. Dank? Wofür denn Dank? Sie haben mir bewiesen, wie bescheuert ich eigentlich war. Wenn ich mal einen Jungen krieg, dann nenne ich ihn Detlef. Detlef? Naja. Ey, wann ist es denn soweit? Übermorgen wären es 3 Tage. Übermorgen 3 Tage. Guten Tag, Detlef. Guten Tag, Kerstin. Sehr erfreut, Sie zu sehen. Ganz meinerseits. Was kann ich für Sie tun? Hätten Sie heute Abend etwas Zeit für mich? Doch, keine Frage. Hoffentlich nichts Schlimmes. Mm-mm. Würden Sie mit mir über Norma reden wollen? Tja, warum denn nicht, gern? Korf? Ah, kommen Sie rein. Bitte. Sie möchten? Da. Danke. Möchten Sie was trinken? Nein, ich muss leider. Also, wie gesagt, es geht um Norma. Ja. Sie ist meine beste Freundin, keine Frage. Bis auf einen Punkt, Männer. Also, wenn ich einen hatte, dann kam sie mit ihrer hilflos chaotischen Tour und nahm ihn mir weg. Sogar bei Bodo hat sie es versucht. Wer ist Bodo? Mein Letzter. Und dann regt sie sich maßlos drüber auf, dass ich sie mal berührt habe. Ich werde mit ihr reden. Ja, vielleicht könnten Sie ihr sagen, dass wir beide... Dass wir beide was? Na, dass wir beide was miteinander gehabt hätten. Das würde sie schon treffen. Ja, wissen Sie... Ich kann leider so schlecht lügen. Was kann man denn da machen? Ich schlage vor, wir machen einfach aus der Lüge eine Wahrheit. Wie? Das wäre vielleicht das Beste. Ich bin gleich wieder da. Liebst du raue Lippen? Wie irre. Kerstin? Kerstin, mach auf! Was soll denn der Quatsch mit der Kette? Wer ist denn das? Das ist Bodo. Dann wollen wir mal. Bitte. Der Schein trügt, Meister. Bodo! Sicher ist sicher. Ach, noch was. Keine Tragödie weiter. Meine Tochter kommt für eine Woche hierher. Aha. Muss mich mal wieder um sie kümmern. Merkwürdiges Mädchen. Maulfaul, verschlossen. Ist ja sonst kein Fehler, aber eine richtig kleine Trutsche. Na, wie gefällt dir das Haus? Sehr schön. Hat es dir gelassen? Nein, geerbt. Ach, hier am Wasser.
Hier könnten wir immer leben. Na ja. Bitte. Prösterchen. Prost. Wenn es doch immer so bleiben könnte. Wie meinst du das? Ich meine mit uns beiden. Wie kommst du denn gerade jetzt darauf? Weil es sehr schön ist mit dir. Die Männer, die ich mal hatte, auch mein Verflossener, haben immer nur die Chefin in mir gesehen, die tüchtige Geschäftsfrau. Daher auch mein merkwürdiges Auftreten, meine Überdrehtheit. Mhm. Am Anfang war alles nur gespielt, aber jetzt kann ich schon nicht mehr anders. Aber du bist der erste Mann, der mich vor allem als Frau akzeptiert hat. Herzlich und liebevoll. Vielleicht habe ich so viel Glück einfach nicht verdient. Oder? Pantomime. Pantomime ist eine der ältesten Darstellungskünste. Wenn nicht sogar die älteste. Mein kluger Detlef. Meine Tochter kommt heute. Hast du was dagegen, wenn ich sie vom Bus abhole? Na, wieso denn? Du musst sie doch schon auf mich vorbereiten. Ja. Andrea! Ach, ihr kennt euch. Ihr euch auch? Andrea ist deine Tochter? Ja. Ja, da muss ich euch was erklären. Als ich die Heiratsannonce aussah, also, das ist eine Gemeinheit. Von mir etwa? Von dir auch. Aber Detlef! Du, nein, nein, das ist nicht so. Mutter und Tochter. Also... Wie kommst du überhaupt dazu, auf Heiratsannoncen zu antworten? Und wie kommst du dazu? Die eigene Tochter. Mutti, das war doch nur ein Zufall. Ein Zufall? Detlef und ich haben uns selten gesehen. Er war wie ein Vater zu mir. Naja, siehst ja wenigstens ein bisschen vernünftig angezogen aus. Ist kein Grund zur Aufregung. Unsere Beziehung ist rein freundschaftlich. Na dann entschuldige. Du weißt, ich rege mich schnell auf. Detlef! Detlef? Hoffentlich haben wir nicht gekränkt. Detlef! Detlef hat sich ja wirklich zu seinem Vorteil verändert. Süß, souverän. Hat mich auch ungeheuer Mühe gekostet. Süß? Ja, Mist? Tja, meine Lieben. Ich muss euch leider verlassen. Oh. So, hör mal, ich hab dir ein Oberhemd eingepackt und einmal Wäsche zum Wechseln. Wird das reichen? Ich denke. Bleibst du über Nacht? Tja, das Leben ist voller Überraschung, Tante Martha. Mhm. Tschüss. Tschüss. Mua. Das lässt du dir gefallen? Na ja, Mann, jetzt doch kein kleines Kind mehr. War deine Freundin? Eine? 10. Ich erkenne dich ja gar nicht mehr wieder. 10 sind nicht so gefährlich wie eine. Ihr? Wir müssen uns bei dir entschuldigen. Es war dumm. Einfach peinlich. Ich bitte euch. Ach, also, dann können wir das dem Schoß der Vergangenheit überantworten. Geschenkt. Du warst wie ein Vater. Nein, mehr wie ein richtiger Freund. Meine kleine Trotsche ist ein völlig anderer Mensch. Danke. Mutter ist durch dich, wie soll ich sagen, wieder aufgeblüht. Ihr seid wirklich lieb. Ihr habt mir mehr gegeben, als ihr euch vorstellen könnt. Und es trifft mich im Innersten, dass die Logik der Unlogik dieses merkwürdigen Zufalls gebietet, uns gegenseitig mit der größten Hochachtung aus dem Bereich einer tiefer gehenden Bindung zu entfernen. Schade. Jetzt kannst du uns nach Hause fahren. Was habt ihr denn auf der Versicherung gemacht? Eben versichert. Na, was die Zukunft so bringt. So, meine Lieben, unsere schöne Zukunft. Was macht eigentlich deine Freundin,
die Bildreporterin. Gefällt dir wohl? Keine Ahnung, ich habe das törichte Frauenzimmer lange nicht mehr gesehen. So, so. Hast du nachgedacht über uns? Und? Ich habe herausgefunden, dass du die aufregendste Frau bist, die ich kenne. Ich habe viel von dir gelernt. Ich weiß, dass du höflich bist, also. Norma, was ist eine Freundschaft gegen eine Ehe, die man sich gewissermaßen auf Millimeterpapier ausrechnet, das dann ein Fehldruck sein kann? Ich werde dich nicht vergessen. Ich dich auch nicht. Grüße an C. Das ging aber schnell. Jetzt darfst du mich nach Hause fahren. Du siehst aus, als ob du das große Los gewonnen hast. Ich bin auch irre bereichert. Für einen Mann bist du wirklich ein großes Vergnügen. Bitte. Danke. Detlef, ich wollte mich für das entschuldigen, was neulich passiert ist. Keine Ursache. Der musste sowieso irgendwann mal raus. Du, Bodo tut das auch schrecklich leid. Ach, seid ihr wieder? Schön. Kommst du uns mal besuchen? Bestimmt. Dann bis bald und vielen Dank für alles. Tag. Ach, Karin. Guten Tag, Detlef. Ich möchte heiraten. Maxi? Ja. Schön. Erhebst du noch Ansprüche? An wen? An mich, weil du doch die älteren Vorrechte hast. Aber Karin, ich bitte dich. Oh, danke. Kommst du zu unserer Hochzeit? Selbstverständlich. Und da schließen wir dann gleich für ihn eine Lebensversicherung ab, ja? Die kombinierte. Die kombinierte. Gut. Du bist die große Erfahrung meines Lebens. Ich danke dir. Katrin! Tag, mein Lieber. Guten Tag. Guten Tag. Vielleicht werden wir die große menschliche Enttäuschung bald vergessen haben. Wie meinen Sie? Ach so. Ach. Nee. Na, doch, doch. Ja. Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Ja, gehen wir einen Kaffee trinken. Ach Gott. Der. Geben Sie mal bitte her. Gehen wir lieber da lang, ja? Ja.